sicheres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe so. Ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graug begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Dieser blöde kleine Großmaul da. Zu seinem Nest. Ich hab von ihnen abgelassen. Schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. So, hier bin ich ja gescheitert, ne? Ihr wisst ja, was passiert, wenn der Röstmeister nicht mehr arbeiten kann. Mist, bewegt euch doch nicht so scheiße, ey. So, jetzt habe ich wirklich keine mehr. Du versagst ein bisschen, also ich habe jetzt den 25 und der hier noch 7. So lächerliche, schlampige. Orks mehr. Ich muss schauen, ob mein Karagor nicht verreckt. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Wieso hat das jetzt mein Karagor nicht geheilt? Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Feste Welt. Da ist was Rotes. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg! Torven braucht Hilfe. Ob der Grabwandler versucht, seine Hexen zu kümmern. Das R2 und ein Sprungmanöver. Tötet seine Karagor! Beiß doch mal zu! Das ist der Reiz der Jagd! Damit du's weißt, ich hatte ihn! Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Graug zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torvin. Pass genau auf! Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graug zu stellen, brauchst du Größe und Stärke! Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht wird er nicht nochmal mit meinem Herrn anreden. Der Typ, ey. Jawohl. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause.
Nicht alle, die wandern, sind verloren. Ha. Niemand wird dich retten. So, ich habe noch einen Fähigkeitspunkt. Quatsch. Hier, so. Widerstandskraft. Flamme der Vergeltung, die hole ich mir jetzt. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Hier, machen wir gleich weiter mit der Jagd, ne? Jagdkumpanen. Compadres. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. So, wer hat denn hier Infos? Wenn du mich fragst, muss es den Tag am Bein erwischt haben. Warum sollte er sonst wie ein Narr auf einem Karagor umherreiten? Hallo, Kollege. So, über wen wollen wir noch Informationen? Bei denen hier. Wir müssen ganz weit vorne. Du dienst dem leuchtenden Herrn! Oh, hier ein bisschen Unruhe stiften. Meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher. Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Ja. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Aha. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Okay, halte R2 gedrückt und dich auf mein Kraus zu schlagen drücke, um ihn zu bluten zu lassen. Vielen Dank, Marschall. Gut, ja, von mir aus. Jetzt hat er natürlich nicht den Rücken zu. Doch, ja. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Oh!
Das wird vielleicht ein Ritt. Steige den Karagor. Den. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Wo ist Karagor? So, Hauptsache man. Also wie meine Lebensenergie aussieht, weiß ich nicht. So, jetzt locke den Grog zu Torvin. Das klingt recht einfach. Oh, komm. Ah, komm, so ist brav. Ja, feines Grogilein. Ja, fein. Ja, komm. Ich habe schon größere Gauss erlebt, da war ich noch ein Junge! Und mein Bauch hat... Zwei Dinger. Ja, hä? Hey, Graukelein! Was gibt's Besseres als einen Zwerg zum Nachtisch? Wir sind echte Appetithaffen! Dieses verdammte Mist! Verdammtes Mistding. Bleib jetzt mal. Halt doch mal still! Ja, hier bin ich. Komm. Uah, weg hier. Yeah. Das ist Schritt 4. Es gibt keinen vierten Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Ja, das ist dein Problem. Auf einen betäubten Graub aufzusteigen. Okay, na, ich bin doch betäubten. Uff, oh yeah. Yeah! Oh, das wird knapp. Oh, ja, je, ey. Grog können Feinde in der Umgebung angreifen. Sie können unter dem Urus greifen und essen, um gesünder zu halten. Aha. Hallo. Alter, das ist. Oh, geh mal hier eine Runde, ne? Fein. So, hier. Noch eine Runde Uruk. Eine. So, hier. Geben noch mal eine Runde Uruk. Das ist irgendwie los. Oh, hier. Geh mal. Endet durch den Stich meiner Klinge. R2 und O. Brachiale. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Graug zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid.